Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe heute einen interessanten Gast zu einem Interview gewinnen können. Es ist Dr. Bastian Siegert. Er ist nicht nur Jurist, er ist auch jemand, der einige Startups nach oben gezogen hat, und er ist Portfolioverwalter und er gibt einen Börsendienst heraus. Ich darf erstmal sagen, herzlich willkommen, Basti. Ich freue mich, dass du heute Abend da bist. Danke. Ja, danke, Markus, für die Gelegenheit. Ich habe mich sehr darauf gefreut, auch über die Einladung sehr gefreut und freue mich auf den Abend heute. Super, wir wollen sprechen natürlich über die Dinge, die die Welt im Innersten zusammenhält, was wichtig ist, was übergeordnet wichtig ist. Es geht also weniger jetzt ums kurzfristige Tagesgeschehen, sondern eben um die großen Dinge, die großen Linien, die großen Trends, die man ausmachen kann an den Märkten. Da ist der Basti ja sehr aktiv mit seinem Börsendienst. Jede Woche kommt da neue Info, was man macht, was man vielleicht besser sein lässt. Und wir haben ja jetzt vieles gesehen, eher untypisch, saisonal untypisch. Wir haben diese September-Korrektur nicht bekommen an den US-Aktienmärkten. Wir sehen, dass die Zinserwartungen ein bisschen zurückgegangen sind und das jetzt alles im Vorfeld dieser US-Wahl, die dann am 5. November stattfinden wird. Basti, was denkst du? Bauchgefühl, niemand weiß es ja, aber was ist deine Einschätzung, wie wird's laufen? Ja, es hängt natürlich jetzt sehr, sehr viel an den Quartalszahlen in den nächsten Wochen. Meine Einschätzung ist, wir sind noch nicht zu heiß gelaufen. Es gibt immer noch sehr, sehr gute Unternehmen, an denen wir uns beteiligen können. Aber es wird natürlich schwieriger, die richtigen Werte zu finden. Und wir leben natürlich in einer Welt, die aktuell sehr, sehr politisch geprägt ist. Wahrscheinlich politischer geprägt als in den letzten 20, 30 Jahren. Und das hat nicht nur eine Ursache, sondern ist wirklich multipolaral. Wir haben einmal im Nahen Osten riesige Konflikte. Wir haben weiterhin den Ukraine-Konflikt. Wir haben Wahl in den USA. Wir haben extrem schwierige politische Probleme in Deutschland, aber auch im Dachraum. Die Nachhaltigkeitsinitiative, sage ich mal, ebbt ein bisschen ab, weil letztlich wirtschaftliche Fakten wieder mehr in den Fokus geraten. Und das ist so eine Umbruchphase, die natürlich auch die Märkte bewegt. Aber meine Einschätzung zumindest, was sich an den kurzfristigeren Fundamentaldaten, also 3 Jahre zurück, ablesen lässt, ist, dass wir eigentlich sehr, sehr gute Unternehmen haben. Die Unternehmen sind krisenerprobt. Wir kommen aus der Pandemie, wir kommen aus dem Ukraine-Krieg mit riesigen Energiepreisen, mit Zinsschocks. Und gute Unternehmen haben einfach gezeigt, dass sie auch in solchen Krisen bestehen können. Und deswegen bin ich auch für die nächste Zeit sehr, sehr bullish eigentlich weiterhin, trotz der gut gelaufenen Börsen, weil wir einfach sehr, sehr gute Manager sehen und sehr, sehr gute Unternehmen, die in diesen Krisenzeiten brillieren. Wenn es jetzt irgendwann mal wieder besser werden sollte, wirklich auch von den Rahmenbedingungen her, dass wir stabilere Rahmenbedingungen haben, dann kann es auch für die Börse weiterhin aufwärts gehen. Wie ist dein Tipp für die Wahl? Trump, Harris? Ja, ich glaube, also in Deutschland, ich lebe auch in Deutschland, da ist es so, dass ja eigentlich von allen Medien Harris, also die Demokraten, schon hochgelobt werden, dass die Wahl mehr oder weniger nicht entschieden ist. Es wird schon zwar gesagt, dass es knapp ist, aber es wird eigentlich so ein bisschen suggeriert, dass die Demokraten vorne liegen. Ich habe selbst Familie in Montana, das ist tiefrot, also republikanisch, da ist man ganz anderer Auffassung. Aber die Wahl wird weder hier noch in Montana entschieden, es geht letztlich um die Swing States. Und da ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, es ist eigentlich täglich, ändern sich da die Prognosen. Also ich denke, es wird eine ganz, ganz knappe Geschichte. Und mit dieser Unsicherheit spielt letztlich die Börse auch, klar. Ja, Montana ist ja ein Wachstumsstaat, hat unfassbar viel Zuzug, gerade in Zeiten der Pandemie. Volle Landschaften und so. Und da haben sich die Leute gesagt, wenn ich von zu Hause arbeiten kann, dann gehe ich nach Montana. Daraufhin sind die Immobilienpreise doch sehr stark gestiegen. Was dazu führt, dass viele Leute, die aus Montana kommen, sich das nicht mehr leisten können. Und das bringt so ein bisschen das auf den Punkt, glaube ich, was in den USA so an Stimmung der Fall ist. Das große, große Thema ist nicht mal Migration, das vielleicht auch, aber das ist eben Wirtschaft. Das ist diese Differenz zwischen den offiziellen Zahlen, die genannt werden, eine Wirtschaft, die 3% wächst, die eine geringe Arbeitslosenquote hat, und dem, was die Leute am Boden tatsächlich erleben. Also das ist, die erleben, dass die Preise immer weiter steigen, dass sie sich keine Häuser mehr leisten können. Und jetzt kommt Donald Trump und sagt, der passt auf, ich bringe euch die Preise nach unten. Und das ist aus meiner Sicht das Killer-Argument, ob es stimmt oder nicht. Ich glaube, dass es nicht stimmt, das wird er nicht schaffen, aber gut. Aber das ist natürlich, er hat damit ein Hammerargument, sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal. Und Kamala Harris kann da nicht irgendwie
dagegen halten, weil sie nicht die Frage beantworten kann, ja, was machst du denn anders jetzt eigentlich? Was willst du denn wirklich tun? Und das sorgt er, aus meiner Sicht, gibt das Trump den Rückenwind, den er braucht, nicht nur in Montana, sondern eben in diesen Swing States, die ja letztendlich die Wahl entscheiden. Und das ist vielleicht auch das, was für die Märkte sehr interessant wird an dieser Wahl. Normalerweise sagt man ja, es ist ziemlich egal, wer jetzt die Wahl gewinnt, ob Republikaner oder Demokrat. Aber nicht egal wäre, wie diese Wahl gewonnen wird, also wie diese Wahl letztendlich in der Verteilung laufen wird. Das heißt, Präsident, Senat und Abgeordnetenhaus. Und was die Märkte immer mehr jetzt in den Fokus nehmen, ist eben, dass die Republikaner möglicherweise einen Sweep machen, also alles gewinnen. Und das würde bedeuten, dass dann eben die Haushaltsdisziplin wahrscheinlich noch schlechter wäre, weil eben keine wirkliche Opposition bestimmte Dinge einschränken kann. Deswegen spricht man auch von der Trumpflation, die hier kommen kann, weil man eben sagt, naja, dass die Demokraten alles drei gewinnen, ist eher sehr unwahrscheinlich, weil eben auch ja nicht alle Sitze zum Beispiel neu gewählt werden. Jetzt im Senat ist es, glaube ich, ein Drittel. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Sitz in beiden Kammern komplett neu durchgewürfelt wird, sondern das ist nur begrenzt. Also das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das zentrale Thema, was die Märkte dann beschäftigen wird. Und dann nehmen wir mal an, es würde so kommen. Also Trump würde gewinnen und die Republikaner hätten beide Kammern dann noch für sich. Welche Werte, welche Sektoren, denkst du, sollte man dann kaufen? Welche sollte man verkaufen? Was wäre da vielleicht so der Ansatz? Also ich finde es halt sehr, sehr schwierig, weil Trump ist einfach unberechenbar. Und das ist anders als bei einem anderen republikanischen Kandidaten, wo man sagen kann, die klassischen Industriewerte laufen gut, so eine Caterpillar, John Deere oder so. Also diese klassische US-Industrie. Ich meine, als Europäer, wenn wir über US-Industrie sprechen, denken wir meist an Apple, an Microsoft, an die Werte, die letztlich jetzt auch gut gelaufen sind. Aber die USA sind halt tief gespalten. Wir haben in Kalifornien natürlich die Tech-Hochburg schlechthin, wo die ganzen guten Tech-Werte sind. Aber in den USA gibt es halt ganz, ganz viele große Industrieunternehmen, die es auch in letzter Zeit sehr schwer hatten aufgrund der Rahmenbedingungen. Und da arbeiten halt sehr, sehr viele Menschen und auch sehr, sehr viele laute Menschen, die in den USA letztlich auch, sag ich mal, die Stimme des Volkes mit sind. Und die spricht Trump natürlich mit solchen Parolen oder mit solchen Programmatiken an. Und meine Einschätzung ist eher, dass Trump selbst zurückrudern wird, wenn er die Wahl gewinnen sollte, weil er versucht, die Leute ein bisschen zu einen, ähnlich wie das nach diesem Attentat war, dass er versucht hat, das quasi dieses Einheitsgefühl stärker zu betonen. Hat nicht gut geklappt, aber ich glaube schon, dass die Politik in diese Richtung gehen wird. Und die letzte Trump-Ära war so schlecht für die Börse auch nicht. Also ich glaube, dass am Anfang sehr viel Hokuspokus ist, sehr viel Medienrummel und nachher dann doch bessere Entscheidungen folgen, als zumindest für die Wirtschaft folgen, als es jetzt vielleicht den Anschein machen mag. Also wenn man jetzt ihn ernst nehmen würde, wäre es ja so letztlich, dass am besten Einkommensteuer, Unternehmenssteuern abschaffen in den USA, dafür hohe Einfuhrzölle einführen, am besten ein paar hundert Prozent, was letztlich die Zinsen will er selber im Griff haben. Wenn das so kommen sollte, muss natürlich auch die EU-Regierung reagieren, muss China reagieren, dann müssen Gegenzölle erhoben werden. Das wird natürlich auch in den USA zu einem exogenen Schock führen, dass die Zinsen wieder steigen müssen, weil die Inflationsrate dort steigt. Also von daher, das kann auch von ihm nicht gewollt sein. Von daher ein kooperatives Miteinander in der Weltwirtschaft wird nötig sein, auch unter einem Trump. Und ich denke schon, dass da die Berater vor allem, aber die Leute in den Schlüsselpositionen, also nicht die, die in der Politik direkt sind, sondern die quasi in obersten Positionen der Behörden sind, die letztlich auch seit, hintenrum quasi seit Jahrzehnten regieren, dass die letztlich auch das Boot nicht sinken lassen, sondern dass da weiterhin miteinander passieren wird. Das ist letztlich auch die Ebene der Diplomatie, auf der man sich austauscht und nicht unbedingt nur aus dem Präsidialamt. Ja. Andererseits sind aber diese Zölle natürlich der Kernpunkt eigentlich der Trumpschen Vorstellung. Du hast es vorhin angesprochen, er würde sogar gerne die Einkommensteuer abschaffen. Das gab es mal, ich glaube 1916 oder so war das, als man das gemacht hat und dann über Zölle versucht hat, eben die Dinge zu finanzieren. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber es ist ein interessanter Punkt, dass du sagst, dass diese Bürokratie, also wenn man so will, diesen komischen Begriff Deep State, also kann man ja als Bürokratie im Hintergrund mal sehen, die das dann schaukeln wird und das Ganze abmildern wird, weil die Amerikaner sind ja durchaus auch auf Kapitalimporte angewiesen. Das heißt, irgendwer muss ihre Schulden kaufen und muss Waren liefern im Gegenzug. Also das ist von dir eine optimistische Sicht der Dinge. Aber glaubst du nicht, dass das erstmal
Bis das klar ist, dass es da nicht ein bisschen unruhiger wird an den Märkten, weil es dauern wird, bis sozusagen dann vielleicht realistischere Einschätzungen dieser Bürokratie sich durchsetzen gegenüber dem Trumpschen Maximalprogramm, das er den Leuten ja auch versprochen hat. Also ich glaube, dass die Börse abgehärtet ist. Man sieht ja auch, dass die US-Wahl jetzt nicht so den großen Einfluss hat, gerade auf die Märkte. Und es sind eher die Fundamentaldaten, die treiben. Es sind eher Rohstoffpreise, die treiben. Weniger jetzt wirklich der Wahlkampf in den USA, weil diese Versprechungen, die Trump macht und diese Aussagen, die kommen, die gab es ja im letzten Wahlkampf auch schon. Und ich glaube schon, dass die Börse ein bisschen gelassener geworden ist und nicht jetzt auf jede Wahlkampfrede reagiert und dass man da so einen Abstumpfungseffekt hat. Und ich denke schon, dass auch unter Trump, der ja tendenziell wirtschaftsfreundlicher ist als die Demokraten noch, dass das den Börsen sogar vielleicht gut tun würde. Vielleicht sogar besser noch, als wenn die Demokraten drankommen würden. Also Finanzwerte, klassische. Ja, es wird auf jeden Fall vielleicht sogar in diesen 100-Tage-Programmen, die ja immer folgen, zu einer Deregulierung im Finanzmarkt kommen. Die Kreditvolumen werden steigen. Deswegen will Trump ja auch nicht, dass die Fed jetzt die Zinsen senkt, weil er möchte am liebsten, dass unter ihm die Zinsen gesenkt werden, dass er es als seinen Erfolg feiern kann. Das steckt letztlich dahinter. Und das deutet ja schon so ein bisschen an, wo er auch hin möchte. Und das wird natürlich alle Aktien befeuern, wird generell alle Vermögenswerte befeuern, aber gerade auch die Aktien, die Unternehmen, die natürlich einen hohen Fremdkapitalanteil haben, darauf angewiesen sind, die können sich günstiger refinanzieren. Aber auch vielleicht so Werte aus der zweiten Reihe, so Pharma, Biotech, die wirklich richtig schlecht gelaufen sind nach der Pandemie, die sehr, sehr viel auf Fremdkapital auch angewiesen sind, gerade in diesen Forschungsphasen. Und die können sich natürlich dann auch günstiger refinanzieren, was sicherlich dann auch in einem Profit sichtbar werden wird in den nächsten Zeit dann. Ja. Okay, aber denkst du nicht, dass das passieren kann, was man diesen Liz-Truss-Moment nennt, also dass hier Trump die Zinsen senken will, wie du richtig sagst, ne? Unter ihm sollen gerne die Zinsen gesenkt werden, unter der Biden-Regierung war er dagegen, dass das passiert. Er will das auch machen, versucht da ein bisschen Durchgriff zu bekommen, aber da gibt es ja einen Gegenspieler, zwei Gegenspieler eigentlich, Gold und eben den Anleihenmarkt, der dann sagt, ja Junge, also da spielen wir nicht mit. Wir wollen höhere Renditen haben, höhere Kapitalmarktzinsen fordern als Risikoausgleich, eben für diese gestiegene Wahrscheinlichkeit einer neuen Inflation, also sinkende Zinsen, wie du gesagt hast, Kreditvergabe steigt, nicht Deregulierung, all das schafft ja wieder Liquidität. Dann sagen doch die Anleihenmärkte, hey, mit mir nicht, die Kapitalmarktzinsen steigen. Und das ist ja ein Phänomen, was wir dann auch jetzt gesehen haben schon, dass die Fed die Zinsen senkt, das war am 18. September, und seitdem im Prinzip die Renditen gestiegen sind. Also die Märkte haben diese Zinssenkung durch die Fed rückgängig gemacht. Was würde erst passieren, wenn eben dieses Trumpsche Programm kommt, mit Deregulierung, mit Druck auf Zinssenkungen und so weiter? Dann würden die doch schreien und sagen, pass auf, das machen wir nicht, so wie sie es gemacht haben unter Liz Truss. Als die Anleihenmärkte im Prinzip den Rücktritt einer Regierungschefin erzwungen haben. Siehst du diese Gefahr nicht? Nee, ich sehe die ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe nicht, dass wir so einen Effekt haben könnten. Ich glaube schon, dass es viel, viel abgemilderter kommt, als sich es jetzt in den Medien darstellt. Und was mich natürlich als Investor interessiert, ist der risikofreie Zins. Den nutzen wir natürlich auch, um Unternehmen zu bewerten letztlich. Und das ist der Parameter, den wir letztlich brauchen auch, um zu gucken, okay, wie sind die Unternehmen, wie sind die Märkte gerade bewertet, welche Chancen finden wir, welche finden wir nicht. Also ich würde da, oder wir gucken natürlich auch auf diese politischen Entwicklungen, aber ich denke, wenn man als Investor durch diese schwierigen politischen Zeiten gut kommen will, sollte der Fokus weniger auf politische Seiten folgen, sondern wirklich stärker, wirklich fundamental auf die Unternehmen gehen. Aber da kann man letztlich bewerten, ist ein Geschäftsmodell intakt? Und das wird auch intakt sein, wenn eine andere Politik kommen wird, wenn wir wirklich die Evergreens nehmen, zum Beispiel eine Coca-Cola, der ist ja völlig egal, wie der Zins sich entwickelt. Die machen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Profit, die können ein bisschen mehr, ein bisschen weniger expandieren, aber letztlich wird das Geschäftsmodell bestehen bleiben. Wenn wir solche Qualitätsunternehmen finden, ich will jetzt nicht Cola-Aktien kaufen, das ist keine Empfehlung, aber als Beispiel einfach, wenn ich solche Geschäftsmodelle habe, die sich über Jahre, Jahrzehnte bewährt haben, die auch schon ganz andere Krisen erlebt haben, ganz andere Schocks exogener Art erlebt haben und dann zu einem günstigen Preis einkaufen können, dann sollten wir das tun und dann werden diese Unternehmen auch in diesen Zeiten outperformen. Und nochmal halt, um das quasi entsprechend zu bewerten, interessiert mich der risikofreie Zins und die Bewertung letztlich anhand dessen gemessen. Also von daher sehe ich eher die Entwicklungen als Chance, gute Einstiegskurse bei sehr, sehr guten Unternehmen zu finden.
Apropos Bewertungen, sind die nicht ein bisschen hoch, wenn man das jetzt sich mal anguckt? Also von Nvidia brauchen wir gar nicht reden. Price-to-Sales-Ratio weit über 30, also sozusagen und so weiter und so fort. Tesla auch jetzt nicht gerade günstig, aber auch KI-Aktien, Microsoft, Meta, Apple vor allem, also Firmen, die wie Apple eigentlich nicht mehr wachsen. Tesla tut das ja auch nicht. Da ist der Umsatz im Grunde seit 22 auf einem Niveau. Bei Apple auch eigentlich. Jetzt sind diese Aktien aber nicht gerade günstig, kann man sagen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft. Wie siehst du das? Wie gehst du daran? Was fließt für dich in die Bewertung mit ein? Und wenn wir jetzt schon von KI mal sprechen, welche KI-Aktien würdest du da bevorzugen? Von welchen würdest du vielleicht die Hände lassen? Also ich bin ja nicht allein, ich bin kein Einzelkämpfer, ich habe ja ein Team hinter mir und wir covern knapp 50.000 Unternehmen und haben 600 Unternehmen in der engeren Auswahl. Und wenn ich von diesen 600 Unternehmen jetzt mal das durchschnittliche KGV meinetwegen nehme, da sind wir jetzt aktuell so bei 16,6, 16,7. Wir waren vor einem Jahr bei 19,1. Also daran gemessen, im Durchschnitt ist die Bewertung sogar günstiger. Das liegt nicht daran, dass die Kurse gefallen sind, sondern daran, dass die Gewinne und die Gewinnerwartungen gestiegen sind. Also wir sind eigentlich in einem fundamentalen Umfeld, auch bewertungsseitig, das günstiger ist als vor einem Jahr, obwohl die Märkte gestiegen sind, weil die Unternehmen einfach geliefert haben. Und das in diesen schwierigen Rahmenbedingungen. Es ist natürlich so, dass einige Werte sehr, sehr gut gelaufen sind, andere gar nicht. Ich war vor ein paar Tagen auf der Gewinnmesse in Wien und da in Österreich zum Beispiel findet man Unternehmen mit einstelligen KGVs und fast zweistelligen Dividendenrenditen. Also da sind die Bewertungen sicherlich deutlich günstiger als zum Beispiel in den USA. Heißt aber nicht, dass ich hier investieren würde oder in Österreich investieren würde. Man muss halt sich genau das Unternehmen anschauen. Auch eine Apple und Microsoft kann man günstig kaufen. Gerade Apple und Microsoft sind spannende Werte auch, wo man gucken muss, die machen gerade einen Strategiewechsel weg von der Hardware mehr hin zu der Software. Gerade Apple macht das sehr, sehr brillant. Geht immer mehr auf Service-Umsätze, die funktionieren auch sehr gut, geht jetzt sehr stark auf KI. Also in Apple zu investieren ist langfristig kein Fehler. Man muss halt gucken, dass der Einstiegszeitpunkt einigermaßen günstig ist. Wenn man Apple für einen 18er, 20er KGV kaufen konnte, war das in der Vergangenheit auch immer ein sehr, sehr gutes Investment. Da stehen wir heute auch weiterhin zu. Und wir gucken uns natürlich nicht nur das KGV an, wir gucken uns auch an, wie sind die Umsatzerwartungen, welche regionalen Absatzmärkte werden bespielt, welche Risiken bestehen in diesen Absatzmärkten, wie sind die Geschäftsbeziehungen. Wie funktioniert KI? Also KI ist ja nicht nur, sage ich mal, irgendeine Software wie ChatGPT, die uns irgendwelche Texte ausspuckt, sondern da sind ja wirklich Wertschöpfungsstufen dahinter. Und da gehen wir halt in die einzelnen Wertschöpfungsstufen rein und gucken, wer profitiert hier am meisten und wer profitiert vielleicht weniger oder wer ist gerade im sehr, sehr starken Wettbewerb und muss sich in den nächsten 5 Jahren da extrem behaupten. Unsere Einschätzung ist natürlich, der Markt für KI in Anführungsstrichen wächst pro Jahr mit 30 bis 40%, also gigantisch. Das bei sehr, sehr großen Basiswerten, also bei hohem Volumen schon, was wirklich zu extremst hohen Werten führt. Wenn dann noch die Zinssenkungen kommen, das Wachstum in den Bereichen, das meist fremdfinanziert ist, noch stärker befeuert wird, haben wir natürlich hier brillante Wachstumschancen. Und die Big Player werden es weiterhin machen, bin ich fest von überzeugt. Also eine Google, also Alphabet, eine Meta meinetwegen auch, Apple, Microsoft, Amazon. Meine Einschätzung oder die Einschätzung von meinem Team ist einfach, dass KI gerade in der Endanwendung nicht ohne große Datenmengen funktioniert, weil letztlich brauchen wir diese Datenmengen, um weiter Produkte zu entwickeln. Und die großen Unternehmen haben die größten Datenallokationen weltweit und da kommt auch so schnell keiner ran. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich fange mal an, eine KI-Software zu bauen und habe gar keine Datenmengen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen bin ich der Überzeugung davon, dass gerade diese großen Player ihre Marktpositionen in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen werden. Ich habe da selber auch ein paar Startups hochgezogen, bin investiert. Und wenn Sie im E-Commerce zum Beispiel sind, kommen Sie an Google und Meta oder dann Facebook und Google letztlich nicht mehr vorbei, weil letztlich 70, 80% der weltweiten Marketingausgaben, gigantische Zahl, läuft über diese beiden Firmen. Und das ist einfach Wahnsinn. Und ich sehe nicht, dass diese Geschäftsposition irgendwie angegriffen werden könnte, zumindest nicht irgendwie signifikant. Also von daher, wer in diese Unternehmen investiert, vielleicht ein bisschen die Schwankungen mitnimmt, dann sich günstig positioniert, der macht sicherlich keinen Fehler. Und dann natürlich in der Wertschöpfungsstufe eine Stufe davor oder 2 Stufen davor, welche Zulieferer profitieren, aber da natürlich sehr darauf achten, welche Abhängigkeiten bestehen von den Zulieferern von diesen großen Unternehmen. Und wenn man diese Risiken gescheit einpreist, dann findet man sicherlich auch sehr, sehr gute Investmentchancen, gerade auch in den nächsten Monaten. Wo siehst du denn diese Wertschöpfungsketten? Also wir sehen KI-Investitionen alleine durch die großen Tech-Player von 600 Milliarden Dollar.
Bisher ist noch nicht so wirklich viel Geld geflossen. Also was gibt's? Wir haben ChatGPT von OpenAI, die werden bis 2028 Verluste machen, wie sie selber sagen, von über 40 Milliarden Dollar. Die investieren und investieren und investieren. Und natürlich haben sie sehr, sehr viel Kapital. Also es tut ihnen nicht weh. Und das ist natürlich auch der Riesenunterschied zur Dotcom-Blase, als man auch gedacht hat, Mensch, mit Internet, da werden alle reich und so weiter. Jetzt haben wir hinter dieser KI-Euphorie eben Unternehmen, die wirklich dicke Kapital haben und sich das leisten können und eben sagen, naja, das Risiko ist größer, dass wir nicht dabei sind, als jetzt hier ins Risiko gehen und zu investieren. Aber wo ist die konkrete Wertschöpfungskette? Das ist aus meiner Sicht ja die Frage, die die Märkte irgendwann stellen werden. Womit verdient ihr jetzt bitte ganz konkret Geld? Und zwar konkret und nicht nur sagen, ja, wie Nvidia-Chef Wang, unfassbare Nachfrage. Ich vergleiche das immer mit diesem Goldrausch, wo die Schaufelverkäufer die richtige Kohle machen. Aber irgendwann eben der Zeitpunkt kommen kann, dass die Goldsucher kein Gold finden und dann sagen, ja, dann kaufe ich auch weniger Schaufeln. Also wo ist jetzt genau diese Wertschöpfung? Also ja, ist eine sehr gute Frage. Ich merke das vor allem, wenn ich mit deutschen Aktionären, Investoren spreche, wird KI eigentlich immer reduziert auf diese Large Language Modelle von ChatGPT und Co., also Gemini und so weiter. Letztlich ist das durch diese Programme ja hier auch berühmt geworden. Aber KI wird ja in vielfältigen Bereichen eingesetzt. Gerade in der Pharmaforschung zum Beispiel, also wenn Medikamente erforscht werden, haben wir da extreme Produktivitätssteigerungen, bei Ablaufsteigerungen in der Logistik. Also es gibt schon wirklich ganz, ganz konkrete Anwendungsbeispiele, wo künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle profitabler macht. Und das ist letztlich auch unser Ansatzpunkt, wo wir sagen, okay, diese Entwicklung gucken wir uns sehr genau an und gucken, wie wir dann in dem Bereich davon profitieren können. ChatGPT und so, die machen ihr Ding, aber ich ganz ehrlich, diese Large Language Modelle sind super. Die werden letztlich immer gleicher werden, weil die Netze, das Internet wird ja überflutet mit neuen Content, die aber selber von KI geschrieben werden, woraus die KI wieder lernt. Also so ein bisschen Habsburger Effekt, ne? Irgendwann haben wir eine Inzucht und in die Richtung geht das auch. Deswegen denke ich, dass wir so einen Peak haben, die werden sich immer weiter verbessern, aber wir werden bei diesen Anwendungsmodellen, werden wir irgendwann einen Punkt haben, wo die eher wieder schlechter werden oder auf diesem Niveau verbleiben. Also ich glaube, das ist ein Effekt, der sich in den nächsten Monaten schon abstumpfen wird. Aber wo es wirklich spannend wird, ist der Bereich Medizinforschung, aber auch in dem Bereich, wo gerade Meta, Apple, Amazon, eigentlich alle großen Player unterwegs sind, Richtung Rechenzentren, Serverfarmen und so weiter. Also die bauen ja gerade für Milliardensummen, bauen die gerade diese Rechenzentren. Und das sind sehr, sehr gute Investment-Cases, wo wir wirklich eine solide Rendite erzielen können, wenn wir zum Beispiel die Unternehmen kaufen oder in die Unternehmen investieren, die diese Rechenzentren bauen oder auch vermieten. Die bauen die gar nicht alle selber, sondern sie mieten teilweise oder pachten diese Rechenzentren auch an. Da kann man sehr, sehr gut in die Vermieter investieren. Die gibt es meist auch sehr, sehr günstig bewertet noch, weil die kaum jemand auf dem Schirm hat. Dann Energie ist ein riesiges Thema. Ich glaube, jetzt ist schon der Energieverbrauch von KI bei 3-4% des weltweiten Energieverbrauchs, also eine gigantische Summe. Und jetzt fangen die Investitionen gerade erst an. Und diese ganzen Hochleistungsrechenzentren, die gerade hochgezogen werden, die fressen unfassbar viel Energie. Das wird mit Wind und Sonne alleine nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen alternative Quellen. Deswegen in den USA wird ja gerade extrem stark wieder auf Atomkraft gesetzt, gerade auch die großen Unternehmen. Also nicht nur Regierungen oder Energieversorger wie bei uns, sondern selbst eine Microsoft fängt an, Atomkraftwerke zu betreiben. Das ist schon Wahnsinn. Da sieht man, wie energiehungrig diese Unternehmen sind und wie wichtig es auch für die Unternehmen ist, sich von dem normalen Energiemarkt, also gerade insbesondere Öl und Gas, sich abzukoppeln. Und das sind Entwicklungen, von denen wir natürlich profitieren können. Also Atomkraft, Uran ist ein Riesenthema, aber sicherlich gerade auch der Ölpreis. Der Ölpreis ist meines Erachtens viel zu günstig. Zielmarke von $100 pro Barrel ist weit entfernt und das sind so Sachen, wo wir natürlich in Unternehmen investieren, wie das ja in 2-3 Jahren als Profitmarge mitnehmen können. Und das sind so die Ansätze, wo wir versuchen, auch diese KI-Hypes nicht direkt zu bespielen, sondern, sag ich mal, über die Bande zu gehen und dann quasi Unternehmen zu finden, die günstig bewertet sind, hervorragende Wachstumsaussichten haben, weil die natürlich von diesem Hype profitieren, aber natürlich ja noch Qualität liefern, die nicht zu teuer bewertet ist. Also auch da wieder sozusagen das Schaufelverkäuferprinzip, ja? Ja, so kann man es sehen, ja. Meist cleverer. Ja, ja, und nicht, ja. Sie betreiben und versuchen dann erstmal Geld ausgeben, um sie zu ordern, zu betreiben, hohe Kosten haben. Also das ist so ein bisschen das Schema, glaube ich, dass man bei KI so ein bisschen darauf achten sollte, eben die Schaufelverkäufer immer im Blick zu haben und nicht die Goldsucher. Jetzt hast du vorhin schon den Ölpreis angesprochen. Wie siehst du Rohstoffe insgesamt? Ja, die sind ja in Relation zu Aktien, wenn man jetzt mal Rohstoffe in Relation zum S&P 500 sieht, sehr günstig
bewertet. Das bei einer jetzt hier wieder stattfindenden Geldmengenausweitung in den USA mit einer Schuldenpolitik, die kein Ende zu finden scheint, wahrscheinlich weder unter Harris noch unter Trump. Ja. Siehst du da einen guten Case für Rohstoffe? Du hast vorhin schon Öl gesagt, $100 Zielmarke. Siehst du für andere Rohstoffe da einen guten Case und welche wären das? Ja, also Rohstoff ist ein Riesenthema. Ich war im Mai, also ich verjähre es ja auch zu der Hauptversammlung von Berkshire, also dieses, also von Berkshire Hathaway, von Buffett und damals noch von Munger leider verstorben ist. Für mich ein riesig tolles Treffen, das Event des Jahres, wo man auch Investoren am Rande des der Hauptversammlung trifft und mit denen sprechen kann. Und auch im Mai waren Rohstoffe schon ein Riesenthema. Gerade Öl und Gas setzt sich natürlich auch impliziert durch den Ukraine-Konflikt, aber auch aufgrund der anhaltend günstigen Preise. Und Buffett ist ja auch sehr, sehr stark jetzt in Öl positioniert. Und wir teilen auch diese Einschätzung. Also wir sehen, dass die Energiepreise viel zu günstig sind. Wir merken es ja in Deutschland auch an der Tankstelle vielleicht. Die Preise sind so günstig wie seit fast 3 Jahren nicht mehr. Obwohl wir extreme Konflikte haben auf der Welt, gerade auch in ölfördernden Ländern, die wichtig sind für die Rohstoffgewinnung letztlich. Also gerade im Nahen Osten, der Iran, Israel hat zwar keine eigenen Rohstoffe wirklich, aber der Iran ist einer, ich glaube, da sind fast 10% des weltweiten Ölvorkommens sind im Iran zu verorten. Gleichzeitig kontrolliert die Straße von Hormus, da geht so 20% des weltweiten Öl durch. Auch andere Rohstoffe werden darüber verschifft. So, und wenn durch solche Konflikte quasi eine künstliche Knappheit hervorgerufen wird, ist das natürlich preistreibend. Und das auf einem Niveau, das ohnehin schon zu günstig ist. Also wenn man diese ganzen politischen Effekte, sage ich mal, oder kriegerischen Effekte ausklammern würde, wäre der Preis zum Beispiel Öl und Gas viel zu günstig jetzt schon, plus diese exogenen Effekte, die leider sehr wahrscheinlich sind, ist das für uns natürlich ein super Investment-Case, um sich zum Beispiel auf Sicht von 3 oder 5 Jahren uns an solchen Unternehmen zu beteiligen. Und deswegen trommel ich eigentlich auch schon sehr, sehr lange für Öl und Gas, aber auch zum Beispiel für Uran. Uran ist ein bisschen schwieriger, sich daran zu beteiligen. Es gibt in USA, Kanada wenige Unternehmen, die man handeln kann. Die werden meist mit einem dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt. Das ist für mich als, sag ich mal, Value-Investor schwierig. Dann haben wir in Kasachstan, haben wir Kazatomprom als Beispiel, super günstige Bewertungen, hohe Dividendenrendite, kauft man sich natürlich auch so ein bisschen die Geopolitik mit ein. Das ist aber so eine Sache, da muss man selber entscheiden, was einem lieber ist, eine hohe Bewertung oder eine günstige Bewertung, mit oder ohne geopolitische Risiken. Und vom Grundsatz her ist aber so, dass ich sage, Rohstoffpreise, gerade gemessen am Geldmarkt und gemessen am Aktienmarkt, sind natürlich zu günstig. Also da sind ganz, ganz viele Investment-Cases, die es gibt. Und es macht sicherlich Sinn, sein Depot mit 20-30% in die Richtung auszustatten. Gleichzeitig dazu vielleicht eine kleine Warnung. Ich finde, die Rohstoffmärkte sind mit die komplexesten Märkte, die es weltweit gibt. Viel komplexer noch als die Aktienmärkte. Vielleicht die Future-Märkte sind auch nicht ganz einfach, aber aus meiner Sicht finde ich die Rohstoffmärkte sehr, sehr kompliziert. Wir haben dann ein Team auch dran sitzen, die sich nur damit beschäftigen. Das ist als Privatanleger aus meiner Sicht kaum zu handeln. Vielleicht Vollzeit, aber auch dann eigentlich nicht richtig. Also da muss man schon auch wirklich tief im Thema sein, sich tagtäglich damit beschäftigen. Wenn nicht, sollte man davon wirklich die Finger lassen oder halt wirklich guten Analysen vertrauen, die fundiert auf diese Probleme eingehen, auf die Preiseffekte eingehen und genau wissen, was sie tun, weil es ist alleine einfach zu komplex. Man müsste ja jede Weltregion quasi beobachten, man müsste sich die Preiseffekte angucken, man müsste sich sehr, sehr politisch mit diesen Themen beschäftigen. Man muss sich auch mit der Wirtschaft, mit der Nachfragestruktur beschäftigen. Das sind riesige Themen, die sehr, sehr ineinander verzahnt sind und das ist alleine, wenn man jetzt, ich weiß ja, dass viele auch nebenbei Vollzeit arbeiten, das ist nebenbei eigentlich gar nicht zu machen. Keine Chance. Also da würde ich eher weniger als mehr, lieber auf die Sachen vertrauen, in die Sachen investieren, die man versteht, die man nachvollziehen kann, da wird man persönlich die bessere Rendite erzielen. Okay, also ich sehe, da siehst du durchaus Perspektiven, aber man muss sich auskennen, das ist das Schwierige. Siehst du Perspektiven für Deutschland, respektive für die deutsche Wirtschaft, für deutsche Unternehmen? Kaufst du deutsche Aktien oder hast du deutsche Aktien gekauft zuletzt? Ich habe deutsche Aktien gekauft, klar, man hat ja so ein Bias auch als Deutscher ein bisschen in dem Bereich, aber ich sehe es leider sehr, sehr kritisch hierzulande, gerade weil die politischen Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen. Die Steuern sind zu hoch, die Lohnkosten sind zu hoch, die Digitalisierung funktioniert nicht, Internet ist nicht gut. Wir haben wirklich extrem große Probleme, wir haben eine interessengesteuerte Politik, gerade was die Nachhaltigkeitsinitiativen angeht, die einfach nicht funktionieren. Ich bin ja gebürtiger Essener und mir schmerzt es ja, dass selbst ThyssenKrupp, einer der größten Stahlkonzerne der Welt, nicht mal einen Käufer für seine Stahlsparte lange Zeit gefunden hat, dass sie richtig Probleme haben einfach für das eigentliche Kerngeschäft, womit wir im Ruhrgebiet, sage ich mal, aber auch in Deutschland, womit wir auch erfolgreich geworden sind, dass wir solche wirklich strukturellen Probleme haben und diese werden sich nicht in den nächsten Jahren lösen lassen. Ich glaube, es ist in der Politik angekommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, der erste Schritt.
Es wird aber jetzt dauern, bis sich das umsetzt und bis sich das dann auch in die Aktienmärkte übersetzt. Also ich bin sehr, sehr kritisch leider, was deutsche oder auch Werte in der Dachregion angeht. Es gibt natürlich immer wieder Investment Cases, ausgewählte Aktien, die man investieren kann. Wir hatten zum Beispiel Heidelberg Materials empfohlen, also ehemals Heidelberg Zement, kennt man vielleicht noch, Baustoffhersteller. Die haben jetzt auf Jahressicht 50% gemacht. Also man kann auch ohne KI viel Geld verdienen, so ist es nicht. Aber es sind dann wirklich sehr, sehr ausgewählte Unternehmen, wo man eine sehr, sehr gute Analyse braucht, um diese ausfindig zu machen, die Potenziale ausfindig zu machen, um dann diese Werte investieren zu können. Einfach so den DAX kaufen als Beispiel und ein ATX oder ein MSI würde ich nicht machen. Also das ist, glaube ich, funktioniert nicht gut. Der DAX hat natürlich Rekordsprünge gehabt dieses Jahr, natürlich geschuldet durch hohe Dividenden, die ausgeschüttet werden, aber man verkauft da so ein bisschen sein Tafelsilber und sieht eigentlich, dass die deutschen Unternehmen sich eher verkleinern, eher Abspaltungen vornehmen, Industriebereiche verkaufen, das dann letztlich auch als Dividende ausgeschüttet wird und das Wachstum in Deutschland ist ja null oder gegen null, also eher rezessiv. Und weltweit läuft es besser und die deutschen Unternehmen, die natürlich auch im Ausland sind, profitieren im Ausland davon, aber nicht in Deutschland. Also bei deutschen Werten, deutsche Wirtschaft schwierig, wäre ich vorsichtig. Also die Unternehmen, die natürlich 90% ihrer Umsätze im Ausland machen und nur in Deutschland beheimatet sind, okay. Aber gerade diese deutschen Unternehmen, die wirklich hier im Land oder überwiegend in Europa Geld verdienen, da ist größte Vorsicht geboten. Da muss man wirklich aufpassen, in was man investiert. Okay, zumal ja auch die Zahlen der europäischen Unternehmen deutlich schwächer sind bislang, was die Berichtssaison betrifft, als die amerikanischen. Also fand ich sehr spannende Einblicke, Basti, danke dir. Wir sind da vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, auch wenn ich in Sachen KI sozusagen die dominanten Motive da ein bisschen kritischer bin. Aber wir werden sehen, was passiert. Jetzt wollte ich dich noch fragen, du gibst ja einmal die Woche so einen Börsendienst raus, ja? Also wo du Aktien analysierst. Sind das nur Aktien oder sind da was genau passiert da? Was machst du da? Ja, also ich habe mehrere Börsendienste. Mein Premium-Depot zum Beispiel, das sind reine Value-Aktien, da versuche ich nur Aktien, also werden nur Aktien empfohlen, aber natürlich so gestreut, dass wir die größte Renditechancen bei geringstem Risiko haben. Also wir gehen in alle Sektoren rein, da sind Rohstoffe drin, da sind natürlich, natürlich alle KI-Werte drin, die sehr gut gelaufen sind. Da sind aber auch ein paar kleinere Werte drin, auch sogar aus Deutschland, Österreich. Also letztlich ein Portfolio, was man 1:1 nachbilden kann. Und da machen mein Team und ich Fundamentalarbeit und geben quasi den Lesern die Empfehlungen, die sie dann einfach zu Hause umsetzen können und müssen sich in diesem ganzen Research, was wir mit 15, mit mir dann 16 Leuten machen, ja quasi selber nicht aufbürden müssen. Okay, super. Wir werden unter dem Video einen Link dazu haben, wo man weitere Informationen bekommen kann zu diesem Börsendienst, weil Research ist echt viel und ja, man kann Indizes kaufen, aber du hast gesagt, hier beim DAX, das sieht irgendwo perspektivisch nicht so gut aus, weil die deutschen Unternehmen sich eher verkleinern. Also es ist vielleicht schon, oder es kommt vielleicht schon so ein Stockpicker-Markt, wo man eben jetzt nicht mehr nur Indizes mit ETFs kauft, sondern wo man eben die Chancen bei einzelnen Aktien sieht. Wie gesagt, wir packen das mal unter das Video und da sind auch weitere Informationen, wie was der Basti macht, was da passiert. Fand ich ein super spannendes Interview, Basti. Ich danke dir ganz herzlich und ich hoffe auf eine baldige Wiederholung. Vielen Dank, mein Lieber. Ja, danke dir auch. Hat Spaß gemacht. Also, liebe Zuschauer, danke, dass ihr dabei wart. Ich denke, da haben wir schon ein paar interessante Aspekte angesprochen. Die Welt ist komplex und es bedarf der Orientierung. Ich glaube, der Basti hat da ein Stück weit Orientierung gegeben. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Abend und sage Servus und Ciao.